Freunde der Sonne, es geht weiter, anno 1602. Und ihr seht's vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber ich habe ein bisschen was an der Tabelle verändert. Wir haben nämlich nicht 78 Gebäude gehabt. Wir haben nämlich das Pier, beziehungsweise den Pier, das ist das gleiche wie die Anlegestelle. Die haben wir natürlich schon gebaut gehabt. Deswegen habe ich die jetzt erstmal wegrationalisiert. Ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt gehabt, habe nichts gefunden zum Pier und habe mich da wahrscheinlich einfach vertan. Deswegen. Das habe ich jetzt rausrationalisiert. Wir sind also jetzt bei 70 von 77 Gebäuden. 91%. Wir gehen also jetzt auf die Zielgerade zu. Und ich kann sagen, das Schloss, die Festung und die Kathedrale, die kriegen wir erst, wenn wir die gewissen Einwohnerzahlen von den Aristokraten haben. Ich glaube, Festung. Jetzt muss ich nochmal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Kleinen Moment. Bei 600 Aristokraten kriegen wir die Festung, bei 1500 das Schloss und bei 2500 die Kathedrale. Also ihr seht noch ganz schön viel vor uns. Holzwachturm und Wachturm können wir aber jetzt schon bauen, wenn wir genug Kanonen haben. Die fehlen uns noch. Und die große Burg, die wollten wir ja eigentlich auch nochmal bauen. Den Triumphbogen, da müssen wir natürlich ein anderes Volk irgendwie wegschnetzeln. Dauert aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Wir gucken mal, wie weit wir vorankommen. So, einmal das Fenster gewechselt. Zack. Dann können wir jetzt weiter spielen. So. Also, kurzer Überblick habt ihr jetzt behalten. Wir gehen mal hier rein. Nahrung und so weiter sieht ganz knorke aus. Wir können also noch ein paar Aristokraten. Ah, haben wir ja schon. Reinkommen lassen. Wir sind jetzt bei 390. Also alles noch ganz okay. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir probieren es mal mit dieser großen Burg. Die finden wir. Wo finde ich die große Burg? Das ist die Kirche, Schule, Arzt, Wirtshaus, Badehaus, Theater. Die ist wahrscheinlich nicht hier. Wo finde ich die große Burg? Hier. Große Burg. Die braucht, naja, eigentlich gar nicht so viel. 8 Werkzeuge, 5 Holz, 18 Steine. Ja, komm. Die können wir dann bauen. Kann ich euch kurz alleine lassen? 457 Aristokraten. Wir machen mal kurz wieder eine Pause. Ich habe Sorge, dass uns sonst die Nahrungsmittel hier ausgehen. Aber das sieht eigentlich alles ganz schicki aus. Wir werden sie hier hinten bauen, die Burg. Hier. Unser kleines süßes Heim. Bauen wir uns hier was Hübsches dann auf. Da habe ich Bock drauf. Oder hier unten? Hier unten sieht es noch schöner aus. Wo bauen wir unser hübsches Fleckchen auf? Hier als Landungsbrücke? Nee, komm, wir machen die hier hinten. Da finde ich die ganz hübsch. So. Eine Burg. Erstmal werden wir das dann hier unten. Zack. Umändern. Wir haben eine Burg gebaut. Nee, habe ich jetzt das Denkmal? Doch, die große Burg habe ich jetzt gemacht. Alles gut. So, dann hatten wir ja unsere Wachtürme. Tor, Wachturm. Hölzerner Wachturm. Und da brauchen wir 2 Kanonen. Das haben wir mittlerweile, glaube ich, alles. Genau. Das könnten wir einmal hier und einmal hier reinsetzen. Dann haben wir den hölzernen Wachturm. Einmal wieder auf Pause gesetzt. Rüber in meinen Browser. Zack. Das hier, nicht Browser, sondern mein Dokument. Haben wir. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Wachturm. Dafür müssen wir aber ein wenig Material rüberscheffeln. Und zwar, wie viel brauchen wir denn jetzt genau? Wir haben auch noch gut Bilanz 335. Wir brauchen für den Wachturm 2 Kanonen pro Wachturm. Dann gucken wir mal, die Pendler hier, die ist jetzt mittlerweile da. Dann gehen wir mal Kanonen 5. Ja, kommen die. Wir nehmen 4 mit. 1, 2. Hallo? Ich will die mitnehmen. Da. Eine Kanone. Wie soll man jetzt nur eine Kanone? Ich dachte, wir haben 5. Hä? 4 Kanonen. Kann ich pro...
Ich kann nichts mit mir mitnehmen. Hä? Jetzt habe ich vier Kanonen hier drin. Ihr wollt mich doch alle rollen. Egal. Wir fahren mit denen jetzt weg. Zack. Gar nicht großartig jetzt hier überlegen. Lieber mit. So, Nahrungsmittel. Es sieht alles gut aus. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir können also noch ein paar Aristokraten uns ins Haus holen. Na, komm jetzt. Zack. Ist also nicht das Problem. 480 haben wir jetzt. Sehr schön. Dann können wir dann hier die ersten Türme hinbauen. Nehmen wir das Holztor hier weg. Müssen wir dann bloß woanders dann bauen. Dürfen wir nicht vergessen. Beziehungsweise machen wir hier unten. Wir bauen hier unten die Türme hin. So, da kommt unser Pendler. Das wollen wir einmal ausladen. Wieso kann sie nicht ausladen? Weil sie nicht nah genug dran ist. Da. Und jetzt können wir ausladen. Zack. Und da können wir auch noch alle rausnehmen. Dann können wir jetzt hier... Was fehlt? Eine Kanone. Wieso fehlt jetzt eine Kanone? Weil wir eine an Bord haben? Haben wir sie ausgerüstet gehabt? Will sie nicht ausrüsten. Ich möchte gerne bauen. Zack. So, zwei Wachtürme. Mal rüber geswitcht. Hier Wachturm. Zack. Ich bin total begeistert. Das läuft. Das läuft. So, mittlerweile wie viele Aristokraten? 600 genau. Wir machen kurz Break. Und damit haben wir jetzt... Hätte man nicht die Festung freischalten müssen? Die finde ich... Ich weiß, wo ich sie ist. Finde. Da. Hier ist die Festung. 130. Guckt euch das an, was für ein Oschi das ist hier. Und die hat auch noch einen Einflussbereich und ich bin der Meinung, die Festung, wenn wir die bauen, hat die kurzzeitig, können wir damit die Steuern erhöhen, glaube ich, oder war das das Schloss? Schlaue Liste. Genau. Nee, das war bloß mit dem anderen. Ich glaube, die Festung konnten wir einfach nur so bauen. Aber für 130 Unterhalt ist natürlich üppig. Müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Ich glaube, die Festung bauen wir sonst hier bei der Goldschmiede hier hinten. Aber dafür müssten wir die hier wegmachen. Ja, wir probieren es. Dann machen wir hier hinten uns noch ein kleines Schiffchen, kleines Örtchen hin. Könnte ich hier zum Beispiel auch noch Nahrungsmittel oder sowas produzieren. Dann fährt er nicht nur mit Schmuck hin, sondern auch noch mit Nahrungsmitteln. Das finde ich eine ganz knorke Idee. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier ein Kriegsschiff bauen. Ein großes. Zack, bauen wir. Machen wir lieber so erstmal den Unterhalt hier weg. Und dann, genau, geht es hier weiter voran. Wir könnten jetzt gucken. Es sieht alles noch gut aus. Bis jetzt. Wir geben mal noch ein paar Ei. Ich hoffe, das ist auch weiterhin eine gute Idee. Wir müssen auf jeden Fall im Blick haben unsere Nahrung. Der Rest ist hier alle chicky. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Kleidung sinkt. Stoffe haben wir aber genug. Alkohol mittlerweile auch ganz gut. Da müssen wir uns also keine Sorgen machen. Nee, Steuersatz muss bei 35% bleiben. Okay. Total aufregend, sag ich euch.
Das ist so krass jetzt. Wir haben jetzt hier noch das ist die Feuerwehr. Alle Aristokraten. Hier sind noch Kaufleute. Hier unten. Ja, die profitieren jetzt, können noch nicht weiterbilden, sich noch nicht weitersetzen, weil hier ist keine Hochschule. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwie eine Hochschule mit integrieren. Das werden wir mal machen. Dafür setzen wir aber erstmal die Baustoffe wieder zurück. Das Holztor wollten wir ja hier wegrationalisieren. Zack. Und dann wollten wir da jetzt eine Hochschule hinbauen. Haus Hochschule hier unten. Oh, das passt da gar nicht hin. Not good. Beziehungsweise wenn wir da probieren es mal ein bisschen zu optimieren. Jetzt müsste da doch die Hochschule hinpassen, oder? Komm, ihr könnt mir nicht erzählen, dass da keine hinpasst. Passt. Zack. Jetzt müssten die auch davon profitieren, genau. Probieren wir es. Marktplatz. Freigeben. Hier sind ja schon Aristokraten, hier sind die Kaufleute. Noch mehr Kaufleute. Die müssten jetzt alle in diesem Gebiet sein. Okay. Ich hoffe. 680 Aristokraten. Wachtürme. Wir bauen hier hinten die Wachtürme. Nicht die Wachtürme, die Tore. Das müssen wir ja noch bauen. Holztor. Woran mangelt es? An Holz oder wie? Wir haben kein Holz. Ich glaub's nicht. Wir brauchen Holz. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwie Holz integrieren. Das machen wir. Holzfäller. So. Müsste gehen, oder? Ja, das geht. Was macht unsere Stadt? 5 Sekunden aus den Augen gelassen. 777 Aristokraten. Ja, schon viel schon. Ich habe Sorge, dass wir das nicht hinkriegen. Nahrung sinkt auch langsam. Alles andere ist IO. Unser Pendler ist ja gerade hier. Wir können uns mal ein bisschen Holz klauben. Zack. Mit der mal hier hin. Ich will nämlich meinen Holzturm bauen. Na komm. Nicht Holzturm, Holztor. Da. Ey, wir konnten es doch gerade, konnten wir es bauen. Jetzt habe ich nicht mal mehr zwei übrig. Wollt mich doch alle rollen. Ich brauche nur zwei. Zwei. Zwei kleine Holzstämme. Und die habt ihr nicht hier zur Verfügung. Ihr wollt mich alle rollen. Na gut, dass ich jetzt hier alles hinbringe. So. Wir könnten ja mal kurz den Musketenbauer auf Pause setzen. So. Dann kann nämlich auch hier hinten unsere große Werft weitergebaut werden. Nicht unsere große Werft, sondern unser großes Schiff. Das braucht nämlich, soweit wie ich das sehe, Holz. Und auch unsere Eisenschmelzerei machen wir mal ganz kurz auf Pause. Ich darf das bloß nicht vergessen, dass wir die auf Pause haben. Das wäre sonst fatal. Hier hinten, wie sieht's aus? Aristokraten, 945. Auch hier werden wir kurz die Baumaterialien stoppen. Und damit wir gucken, ob das so... Wieso ist denn jetzt die Pendler immer noch hier? Du sollst losfahren. Jetzt. Sehr schrecklich. Fährt einfach nicht los. So, Holz müsste jetzt hoffentlich dann kommen. Wir haben jetzt mittlerweile zweimal Holzlager hier. Das sollte passen. Ich hoffe es.
So. Das ist die Industrie. Wieso hat die Nahrung jetzt mit... Ach so, die sammelt ein, hoffentlich. Genau, die sammelt ein. Ich dachte jetzt schon, die bringt das dahin. Und wir hätten wieder eine Route, die fehlerhaft ist. Wäre schrecklich. So, was macht die Nahrung? 2,5. Ist alles noch schicki. Wir haben echt Glück hier. Ziege sind halt bloß hier knapp, aber das sollte nicht so das Problem sein. So, mittlerweile ist hier unsere Pendler. Das heißt, wir könnten jetzt hier schnell bauen. Das Holztor, da ist es. Zack. Und damit geht auch unsere Werft hier weiter mit Material. Nicht unsere Werft, unser Kriegsschiff. So rum. Haben wir ja mal schnell hier was reingebracht. Super. Damit sollte die dann weitergehen. So muss das sein. Super, super, super. So muss das sein. Freut mich. Und gut, hier oben. Wir gucken nochmal hin. Alle schick. Dann lasst uns mal weitere Baurechte geben. 960 Aristokraten haben wir schon. So viele Kaufleute können wir gar nicht mehr haben. 400 nur noch. Das sinkt jetzt also auch stetig. Können wir quasi bei zugucken. Finde ich gut. Ich weiß noch gar nicht, ob wir mit unseren Massen, die wir hier haben, an Städten, ob wir dann damit auch diese 2500 Aristokratengrenze überschreiten können. Oder ob wir zu wenig Häuser haben, müssen wir dann auf jeden Fall mal gucken. Ich hoffe es. Es wäre super, wenn wir das schaffen. So. Wir hatten ja überlegt, dass wir hier hinten unsere Festung hinsetzen. Was brauchen wir für die Festung? 12 Werkzeug, 8 Holz, 25 Steine. Alles nicht da. Das heißt, mit unserem Pendler gucken wir mal. Wir könnten hier Holz mitnehmen. Steine können wir auf jeden Fall mitnehmen. Die brauchen wir jetzt hier nicht. Dann fahren wir einmal nach hier oben. Und nehmen da noch Werkzeug und so mit. 1050 Aristokraten. Und hier haben wir noch 323 Kaufleute. Wie war das? Mal 4? Ich weiß jetzt gerade nicht der Faktor. Auf einen Kaufmensch kommt, glaube ich, 4 Aristokraten. Glaube ich. Ich sage extra, glaube ich. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber man konnte ja das irgendwie so rechnen. Muss ich mich nochmal belesen mit. Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Bin zufrieden. So, hier kommt unser Pendler. Wir wollten Werkzeuge mitnehmen. Huch, ja doch, wir nehmen erstmal das raus. Und nehmen Werkzeuge mit und nehmen Holz mit. So. Mit der werden wir uns nach hier hinten begeben. Langer Weg. Dann bauen wir uns hier unsere Festung auf. Das macht unser Schiff. Ist bald fertig. Auch nicht mehr viel. Holz ist Gott sei Dank noch da. Muss bloß immer abgeholt werden. Hier sieht man diesen kleinen Oint, der dann rumtingelt. Und die beiden beschützen uns hier, wenn da mal jemand kommen sollte. Wie sieht allgemein unsere Produktion aus hier an Schwertern, Musketen, Kanonen? Haben wir genug, glaube ich. Das sollte nicht so das Problem sein. Sehr schön.
begeistert. Es läuft. Dit läuft gut. Wirklich gut. Können wir uns nicht beschweren. Haben wir wirklich viel, viel geschafft. So. Also Nahrungsproduktion haben wir jetzt wirklich in den Griff gekriegt. Kleidung sinkt. Da werden wir es mal machen, dass wir auch jetzt hier den VK rausnehmen. Das brauchen wir alles selber. Und vermutlich werden wir eine Weberei noch anfordern müssen, beziehungsweise nicht anfordern, sondern hier hinsetzen müssen. So, wir hatten ja schon eine hier hinten. Eine Schneiderei, nicht Weberei. Dann werden wir noch eine reinsetzen. Nee, war das Falsche. Eure Flotte ist um. Unsere Flotte ist bereit. Sehr schön. Hier hinten sehen wir jetzt unser Kriegsschiff. Super. Das heißt, wir können jetzt hier Musketenbauer und auch unsere Erdschmelze wieder in Betrieb nehmen. Und jetzt können wir jetzt hier hingehen. Warum? Genau, geh da hin. Und dann können wir sagen, hier, nehm mal mit. So, wenn ich die jetzt habe, wie kann ich denn ausrüsten? 14. 14 kann ich ausrüsten, okay. Dann fahren wir mal nach hier hinten. Bin gespannt, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das denke. Erstmal kommt unser Pendler an. Dann können wir hier unsere Festung errichten. Ich bin gespannt, ob wir das so hinkriegen, wie ich mir das denke. Und ob mein Plan wieder mal einfach nur Käse ist. So, wir werden hier alles erstmal raussetzen. Zack. Und dann Festung. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Marktplatz hier irgendwie hinsetzen. Glaube ich, das Erste, was wir machen sollten. Zack. Ja, wir müssen die auf jeden Fall von der Insel vertreiben. Die sind uns im Weg. Bilanz 971. Kinders, ihr macht mich ja wahnsinnig. Wenn wir jetzt die Baurechte hier... Na, die haben wir Gott sei Dank noch weggemacht. 1160 Aristokraten. Das ist ja gut. Nahrung, alles schick. Bloß die Kleidung, die nimmt ein bisschen ab. Da müssen wir aufpassen. Schmuck sieht aber auch noch ganz gut aus. Und Kakao auch. Alkohol nimmt ein bisschen ab. Tabak müssen wir uns also auch mal demnächst drum kümmern. Gut, wir lassen es erstmal so, wie es ist. Und jetzt können wir es einfach angreifen. In die Wellichen. Da muss ich wahrscheinlich wirklich, muss ich echt erst das Kontor? Wie war das? Kampf. Ach, hier. Ich muss auf Kampf gehen. Man sollte auch mal das richtig machen. So. Schiff auf Patrouille schicken? Nee. Ich möchte gerne die hier hinstellen. Wie war denn das? Oh Gott, ich muss mich erstmal belesen, wie das mit dem Kampf war. Definitiv. Ich werde nicht den Kampf machen. Wir probieren es mal anders. Wir setzen die jetzt erstmal hier hin. Oder hätte ich dafür noch was bauen müssen? Wie war das mit dem Kampf?
Wir setzen das erstmal hier alles raus. Ne, falscher Reiter. So rum. Zack. Gut, muss ich mich... Ein Vulkanausbruch. Muss ich mich erstmal mit belesen, wie das war. Kampf. Ich habe doch jetzt aber hier alles da. Man konnte doch Einheiten dorthin spawnen. Aber wie war das gewesen? Volle Breitseite. Jetzt geht's. Kann ich das von da aus wegschnitzen? Das wär's ja. Na, guck mal. Es geht. Volle Breitseite. Das geht. Breitseite. Gebt Breitseite. Dann können wir die ja wirklich sofort hier wegmachen. Aber das geht nicht. Ja, und jetzt wäre das gut gewesen, hätten wir setzt neuen Kurs. Die Soldaten. Setzt die Vorsegel volle Breitseite. Ja, wir schnetzen die jetzt von hier weg. Wie gesagt, da muss ich jetzt erstmal mich belesen, wie das funktioniert. Dass wir die Soldaten einsetzen können. Jetzt können wir das hier noch wegschnitzen. Geht nicht. Na komm, dann nehmen wir den jetzt hier weg. Muss ja irgendwie weggehen. Ich bin gespannt, ob wir das noch hinkriegen. Machen wir bei der nächsten Folge. Weil da weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, wie ich diese Einheiten spawnen kann. Ich weiß, es wird mir wahrscheinlich jemand gleich in den Kommentaren dann reinschreiben, sobald das Video sieht. Kriegen wir auf jeden Fall alles gemeinsam hin. Ich bin da ganz optimistisch. Das wird auf jeden Fall was werden. Abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ich werde mich belesen, wie wir das mit dem Kampf jetzt nochmal machen. Ich krieg's bestimmt, wenn ich es sehe, lese, werde ich es hinkriegen. Ich weiß es aber jetzt aus dem Kopf einfach nicht, wie ich nochmal die Einheiten spawnen kann. Wie gesagt, ihr könnt gerne das in den Kommentaren schreiben. Ich werde es dann wahrscheinlich aber schon jetzt nach dem Videoaufnahme mal mich belesen und dann wird das schon gehen. Ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Habt euch wohl und ciao.